Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Shahab Hosseini. Schön, dass Sie da sind bei Bildungswelt der hessischen Wirtschaft, Chance 2.0. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Bijan Kaffenberger und ich bin der direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis Darmstadt 2. Und genau, bin heute gerne hergekommen, um über euer Projekt zu sprechen und mit euch ein Interview zu machen. Und wie haben Sie Leicht hier gefunden? Tatsächlich war es gar nicht so einfach, weil das Haus ein bisschen kompliziert ist, aber ich war dann unten und bin ein bisschen rumgelaufen und dann habe ich den Herrn Meier angerufen und der hat mir dann auch erklärt, wo es lang geht und mich im Treppenhaus abgeholt. Insofern bin ich gut angekommen. Und wie geht es Ihnen gerade? Ja, das ist eine schwierige Frage. Man hat immer so selten Zeit, darüber nachzudenken, weil ich so viele Termine habe. Also ich hab gerade viel zu tun und bin heute ziemlich im Stress gewesen, weil ich gerade direkt aus Wiesbaden komme, weil heute Girls Day war und ich im Landtag war vorher. Woher kommt der Name Bijan? Der Name ist persisch. Ich selbst bin aber halb Deutsch und halb Marokkaner. Insofern ist es manchmal ganz lustig, weil viele Perser denken, ich wäre auch Perser und mich dann darauf ansprechen, dann muss ich immer sagen, nein, ich bin halber Marokkaner. Genau wie ich. Genau. Ich bin Perser. Ich habe auch gedacht, sind Sie auch Perser. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es sogar schön, wenn Leute deswegen irgendwie mich also eine Verbindung zu mir haben oder wegen des Namens. Und deswegen, ich finde den Namen auch schön. Alles klar. Ich gebe weiter. Ich bin Jessica und ich habe jetzt auch eine Frage an Sie. Was hätten Sie gemacht, wenn es mit der Politik nicht geklappt hätte? Ich habe ja vorher Volkswirtschaft studiert in Frankfurt an der Goethe-Uni und dann auch in Thüringen im Wirtschaftsministerium gearbeitet. Und ich habe ja ein Rückkehrrecht auf meine Stelle. Also wenn ich jetzt nicht mehr im Landtag sitze, dann kann ich da sofort jederzeit wieder anfangen. Und insofern würde ich sagen, dann würde ich da wahrscheinlich jetzt immer noch sitzen. Ich bin Daniel. Also, Sie kommen ja aus Rossdorf. Wie lebt es sich dort? Ja, also ich habe in meinem Leben erst in Darmstadt gewohnt, bis meine Mutter gestorben ist. Dann bin ich nach Rossdorf gezogen, weil da meine Oma herkommt. Dann habe ich mal in Frankfurt gewohnt im Studium und auch mal in Darmstadt. Und insofern, also ich habe schon viele verschiedene Orte irgendwie so hier in der Region, wo ich schon gewohnt habe. Und im Moment ist es jetzt gerade so, dass ich gerade so ein bisschen mal schaue wegen Wohnung in Darmstadt, weil ich bin jetzt wieder, aktuell wohne ich wieder zu Hause. Ja, also zu Hause wohnen dann irgendwann, wenn man mal so lange alleine gewohnt hat und dann wieder zu Hause einzieht und irgendwann muss man dann vielleicht auch mal wieder ausziehen und das ist bei mir wahrscheinlich jetzt dann so. Was halten Sie von solchen Projekten wie unsere, die auf die Zukunft, dass Sie lieben, vorbereiten? Ich glaube, dass es total wichtig ist, solche Projekte zu machen, weil ich glaube, dass jeder Jugendliche irgendwie, das heißt ja Chance 2.0, jeder Jugendliche hat, glaube ich, so viele Chancen verdient, wie er eben braucht. Und ich glaube, dass wir es uns einfach so als Gesellschaft nicht erlauben können, dass irgendwer keinen Schulabschluss macht oder keine Berufsausbildung fertig macht, weil wir brauchen jeden, jeder hat seine Stärken und ich finde, jeder sollte irgendwie an der Gesellschaft teilhaben können und sich einbringen können. Und Arbeit irgendwie ist was ja auch viel mehr ist, als dass man, ich sag mal, jeden Tag wohin geht und am Ende des Monats irgendwie Geld bekommt. Sondern es geht ja auch irgendwie darum, dass man eine Aufgabe hat, dass man unter Leute kommt, dass man irgendwie Teil der Gesellschaft ist und sich einbringen kann. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass jeder irgendwie einen Schulabschluss und eine Berufsausbildung bekommen kann in unserem Land. Wie war Ihre erste Rede vor dem Landtag für Sie? Ich war schon ein bisschen aufgeregt, aber nicht so, nicht nervös, sondern ich glaube, ich hatte eher so Respekt davor, weil das so schon, es wird übertragen, die Medien sind da und es sind alles Abgeordnete und es war das erste Mal und es war schon einfach für mich spannend und es war, ich sag mal, es war schon eine besondere Erfahrung. Sie sind ja viel unterwegs, wie machen Sie das? Müssen Sie wegen dem Tourette besonders planen? Viele meiner Kolleginnen und Kollegen
im Landtag fahren ja selbst mit dem Auto. Ich habe keinen Führerschein, ich fahre viel mit Bus und Bahn. Und zum Beispiel heute ist die Bahn ausgefallen und dann, naja, dann muss ich halt auch manchmal irgendwie, wenn es halt nicht geht, mit dem Taxi fahren. Das ist dann halt so. Aber ich glaube, dass da sind wir, also wenn wir jetzt irgendwie mal, ich sag mal, von Teilhabe sprechen, wenn jetzt jemand, nur weil er keinen Führerschein hat, nicht Landtagsabgeordneter sein könnte, dann wäre das auch schade. Und wenn es halt nicht anders geht, dann muss man manchmal das Taxi nehmen. Ne? Also das ist dann halt so. Okay, dann hätte ich dann noch eine andere Frage an Sie. Haben Sie Familie und wie geht Sie damit um, dass Sie so wenig Zeit fürs Private haben? Also ich habe heute schon mit meiner Oma telefoniert. Die hat heute Morgen angerufen, so nach dem Motto, weil ich war die letzten Tage in Wiesbaden, habe auch, wenn ich in Wiesbaden länger Sitzung habe, übernachte ich auch im Hotel. Und dann hat sie gesagt so, ne, wie sagt die immer, na mein Bub, meldest du dich mal wieder? Und ich sag mal, die würden schon gern, glaube ich, mehr Zeit mit mir verbringen, aber ich glaube, das ist immer so. Also ich glaube, dass quasi Familie immer gern mehr Zeit mit ihren Kindern hätte, als es am Ende der Fall ist. Und ich glaube, man sollte sich, ich sag mal, immer in seinem Berufsleben darüber bewusst sein, was man im Zweifel auch an Familienleben aufgibt, wenn man so viel arbeitet. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Job, den man bis für immer machen sollte oder machen. Ja, kann schon, aber ich glaube, man sollte sich überlegen, dass alles seine Zeit hat im Leben. Es gibt Phasen, wo man viel arbeitet und ich glaube, es muss aber auch Phasen geben, wo man mal wieder Zeit für seine Familie hat oder, weiß ich nicht, Kinder großzuziehen, Eltern zu pflegen, sowas. Und ich glaube, dass wir gerade deswegen nicht nur für Menschen in der Politik, aber auch für Menschen so flexiblere Arbeitszeitmodelle brauchen, sodass man in seinem Leben in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich viel arbeiten kann. Okay. Ein Lieblingsthema von Ihnen ist ja die Digitalisierung. Jeder redet groß davon, was es uns all Großen bringen wird. Vieles wird ja dann ohne oder weniger von Menschen funktionieren. Können Sie uns bitte erklären, wo in dieser digitalen Welt Platz für uns Menschen ist? Das ist eine sehr schwierige, aber auch gute Frage. Ich glaube, dass wir immer darauf achten müssen, dass quasi bei der Digitalisierung wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einerseits schützen, aber andererseits auch quasi die Chancen, die Digitalisierung mit sich bringt, eben nutzen. Und um es jetzt konkret an dem Beispiel festzumachen, ich glaube, dass wir haben ja eben schon darüber gesprochen, flexiblere Arbeitszeiten. Ich glaube, dass es zum Beispiel in vielen Bereichen einerseits die Möglichkeit gibt, dass wir vielleicht zu kürzeren Arbeitszeiten kommen, weil viele Leute ja auch heute sagen, sie würden gern weniger arbeiten und sind überarbeitet, dass wir zum Beispiel einen Teil der Zeit halt damit gewinnen können, dass Leute weniger arbeiten müssen, so, das wäre schön. Und andererseits ist es auch so, dass wir total viele neue Berufsbilder bekommen, die neu dazukommen. Und deswegen ist ja genau auch, ich sag mal, das Thema Ausbildung, was ich angesprochen habe, so wichtig, weil wir total viel die Ausbildung, weil sich die Ausbildungsberufe einfach total verändern und wir halt ganz viele junge Menschen jetzt und auch ältere Menschen, die jetzt noch so lange arbeiten müssen, dass sich die Arbeitswelt für die ändert, einfach bei der Digitalisierung halt eben deutlich mehr fördern müssen. Wir müssen halt mehr Bildungsangebote machen für junge Menschen, aber auch für Leute im Job, dass sie halt mit dieser Veränderung auch klarkommen. Also ich glaube, dass der wesentliche Teil, wir werden das nicht verhindern können, dass das kommt, weil es kommt von selbst. Ich glaube, wir können uns nur besser darauf vorbereiten. Und ich glaube, mit mehr Aus- und Weiterbildung ist, also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man redet ja oft über künstliche Intelligenz. Mhm. Was denken Sie darüber? Sind wir bereit? Gibt es Gefahren? Sind wir bereit? Gibt es Gefahren? Ja, also künstliche Intelligenz ist ja auch was. Wir wollen jetzt ja, also die Bundesrepublik Deutschland will ja gemeinsam mit Frankreich so ein KI-Zentrum machen und es soll auch mehr Lehrstühle geben, die halt dann zu dem Thema forschen. Ich finde das ein total spannendes Thema, insbesondere weil wir auch, also in Deutschland natürlich so als Industriestandort, kann man schon interessante Sachen damit machen. Ja, und das wird definitiv kommen, aber auch da sind wir wieder bei dem Thema von eben. Wir brauchen auch einen gewissen Schutz bei den Themen halt eben, weil zum Beispiel ein gutes Beispiel ist automatisiertes Fahren, oder autonomes Fahren, wenn am Ende ein Computer darüber entscheidet, biege ich jetzt links oder rechts ab, und da gibt es so eine
so ein interessantes Spiel von so einem Professor aus den USA, das heißt Moral Machine, also Moralmaschine. Da geht es darum, dass du entscheiden musst, wie soll das autonom fahrende Auto sich in der Situation entscheiden. Und links ist dann zum Beispiel ein Hund auf der Straße und rechts ein Kind. Oder links eine alte Oma und rechts ein kleines Kind. Aber das Auto muss irgendwie ausweichen und dann kommst du einfach, ja. dann kommst du einfach bei so künstlichen Intelligenzfragen im autonomen Fahren auf einmal auf so moralische Fragen. Also so sind Menschenleben unterschiedlich viel wert? Darf ich jetzt nach links abbiegen, um nur 3 Menschen zu überfahren statt 5? Und das sind, glaube ich, alles Sachen, die wir, deswegen brauchen wir auch so einen Blick, ich sag mal, so einen ethischen Blick auf die Digitalisierung, der total wichtig ist, dass wir eben da drauf achten, dass die Maschinen jetzt nicht irgendwie, ja, sagen wir mal, Entscheidungen übernehmen, die am Ende halt ja, für sich vielleicht nur ein Mensch verantworten kann. Und ich glaube, zum Beispiel ich bin auch ein gutes Beispiel. Ich sag mal so, würdet ihr wollen, dass vielleicht Maschinen Politik machen und entscheiden? Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch sowas, wo man sagt, es gibt so Dinge, die können am Ende nur Menschen für Menschen mit Menschen machen. Und ich glaube, dass uns auch wichtig ist, dass wir uns das bewahren. Und was eine letzte Sache vielleicht noch, was auch ein großes Thema ist, wenn es um Gleichberechtigung und Teilhabe geht. Also wenn ein Algorithmus irgendwie aussucht, wer einen Job bekommt, müssen wir erstmal feststellen, dass der nicht irgendwie Frauen diskriminiert oder Menschen mit einer Behinderung. Und das ist alles, ich sag mal, die künstliche Intelligenz, die hat kein schlechtes Gewissen. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es ein Thema, wo wir gerade in Bezug auf eben auch Gleichstellung, Gleichberechtigung, Teilhabe, auch ist auch ein ethischer Aspekt, den man immer im Hinterkopf behalten muss. Sorry für die lange Antwort, war aber eine komplexe Frage. Dankeschön. Und zwar, haben Sie eine Meinung zu der Abstimmung über die Artikel 13 Uploadfilter? Ja, die habe ich. Also ich bin gegen Uploadfilter und war auch gegen den Artikel 13. In der SPD-Fraktion im Europäischen Parlament haben ja, glaube ich, jetzt auch fast alle aus Deutschland dagegen gestimmt. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen bei der Debatte, dass, wie soll ich sagen, es zu viele verschiedene Interessen gibt und zu viele Leute an der Stelle keinen Kompromiss mehr finden wollten. Also es gab so 2 Extrempositionen und die wollten nicht mehr miteinander reden. So auf einer Seite waren die Netzpolitiker, die gesagt haben, morgen stirbt das Internet, und auf der anderen Seite standen so ein bisschen die ganzen Leute, die so Kulturpolitik machen und urheberrechtsmäßig unterwegs sind, die gesagt haben, morgen verhungern alle Künstler. Und ich glaube, dass Politik auch immer so ein bisschen davon lebt, dass man so einen Konsens findet, der für alle irgendwie gangbar ist. Aber es war in der Debatte jetzt tatsächlich am Ende in dieser aufgeheizten Stimmung nur schwer möglich, glaube ich. Dieses Jahr sind ja auch die Europawahlen. Wie können Sie uns davon überzeugen, wählen zu gehen? Ich glaube, dass das, was gerade in Europa passiert, und damit meine ich jetzt konkret den Brexit in UK, da sieht man, was passiert, wenn junge Menschen, die eigentlich Europa mögen, und ich glaube, wir mögen alle irgendwie Europa, so, was passiert, wenn die nicht zur Wahl gehen? Die Leute, die nicht wollen, dass wir in Frieden miteinander leben und dass wir freie, dass wir keine Grenzen haben und hier überall hinreisen können und dass wir alle ein gemeinsames Geld haben, ich glaube, die Leute gehen zur Wahl. Und ich glaube, deswegen sollten auch alle Leute, die, naja, die wollen, dass Europa zusammenbleibt, dass Europa, ja, vielleicht im besten Fall auch ein bisschen sozialer wird, halt eben zur Wahl gehen, damit am Ende nicht die sich durchsetzen, die wollen, dass Europa gespalten wird. Und ich glaube, das ist an der Stelle, glaube ich, Motivation genug. Also für mich zumindest. Okay, danke. Hallo, ich bin dir. Warum unterstützen Sie mit uns Ihren Besuch? Also erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt, weil das ist ja erstmal der erste Schritt. Also ich freue mich über Einladungen. Und das Zweite ist, ich rede total gern mit Schülerinnen und Schülern, weil ich glaube, dass quasi politische Bildung einfach, ja, damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Und ich finde es gut, wenn junge Menschen sich für Politik interessieren, einfach weil, ja, wir haben ja gerade bei der Europafrage schon gesehen,
dass junge Menschen einfach eine Meinung haben müssen zu Themen, weil sonst gerade die Älteren ihnen quasi ihre Zukunft vorbestimmen. Und ich glaube, junge Menschen sollten einfach selbst über ihre Zukunft bestimmen. Zweite Frage. Kannten Sie unser Projekt schon? Ich kannte das Projekt tatsächlich noch nicht. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass ich keine Ahnung habe, sondern ich habe ja vorher Kommunalpolitik gemacht, also im Landkreis Darmstadt-Dieburg und in Rostock. Und dadurch, dass das Projekt von der Stadt Darmstadt gefördert ist, bin ich quasi jetzt erst seit Januar, wo ich Abgeordneter bin, auch in Darmstadt politisch unterwegs. Ich war natürlich vorher auch immer schon in Darmstadt und habe hier auch mal gewohnt. Aber es ist so, dass ich quasi jetzt das erst neu mein Wahlkreis geworden ist. Und vorher im Landkreis machen wir aber auch solche Projekte, aber halt nicht hier mit dem Träger. Danke. So, jetzt kommen wir auch leider schon zum Schluss. Schade. Hatten Sie Lust zu kommen? Total, weil ich sehr gerne mit jungen Menschen rede und diskutiere, weil ich das Gefühl habe, dass die sehr offen und interessiert sind an Gesprächen mit der Politik. Und deswegen finde ich, müsste die Politik eigentlich viel mehr mit Schülerinnen und Schülern reden, als sie es tut, weil ich glaube, dass ja, wir einfach die Zukunft der jungen Menschen gestalten und dann sollten die auch mitreden. Und hat es Ihnen Spaß gemacht, also gefallen? Ja, es war sehr nett. Mohammed, ja, los geht's. Los geht's. Also jetzt frage ich ihn, haben Sie noch Fragen? Also. Was habt ihr euch denn vorgenommen für dieses Jahr? Also als allererstes unser Schulabschluss zu erlingen und zu schaffen. Und ja. Ja, jeder von uns möchte gerne in diesem Jahr Hauptschulabschluss schaffen, mit guten Noten bestimmt und auch Ausbildungsplatz finden in guter Stelle. Ich glaube, das ist gut. Und ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ist Motivation, also dass man immer das schaffen will und so war es bei mir auch im Wahlkampf und in der Politik. Ich wollte es einfach immer schaffen und dann, wenn man immer will, dann kann man schon auch viel erreichen. Ich habe noch eine Frage, also von mir. Was halten Sie von der jetzigen Generation im Vergleich von damals? Also naja, damals ist ja bei mir noch, ich bin 29, damals ist ja, wir sind ja eigentlich fast noch eine Generation. Also klar hat sich ein bisschen was, also es hat sich ein bisschen was verändert vielleicht. Bei uns gab es noch, also ich bin noch ohne Handy, also ich hatte mein erstes Handy, als ich glaube ich ins Gymnasium kam. Und so heute, das ist heute ja unter Umständen vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Aber ich glaube, dass ich noch sehr nah an der jetzigen Generation dran bin und glaube ich noch ziemlich gut verstehen kann, was die umtreibt. Ich glaube nur, dass wir gerade im Moment in Deutschland nicht unbedingt so viel dafür tun, dass wir gleiche Chancen für alle Jugendlichen haben. Ich glaube, dass wir da eher auf einem Weg sind, dass es eine größere Teilung zwischen denen gibt, die an die Uni kommen und denen, die ihren Hauptschulabschluss probieren zu machen, als es vielleicht früher der Fall war, einfach weil unser Bildungssystem, glaube ich, an manchen Stellen einfach nicht so fair ist. Was halten Sie von der Freitagsdemonstration? Ja, also wie in vielen Ländern auf diesem Planeten gehen ja auch in Darmstadt regelmäßig Freitagsschülerinnen und Schüler eben für mehr Klimaschutz, Nachhaltigkeit, für die Umwelt bei Fridays for Future auf die Straße. Ich finde das gut, weil, und das, was ich vorhin gesagt habe, dass eben die Politik jetzt Entscheidungen für die nachfolgenden Generationen trifft, bedeutet ja eigentlich auch nur, dass die nachfolgenden Generationen sich auch irgendwie artikulieren müssen. Und viele von den jungen Menschen dürfen ja einfach noch nicht wählen, weil sie noch nicht 18 sind. Und ich bin ja auch dafür, dass man das Wahlalter auf 16 runtersetzt. Aber wenn sie nicht wählen dürfen, wie sollen sie denn ihrer Meinung Gehör verschaffen? Und ich glaube, dass auch junge Menschen also ein Recht darauf haben, ihre Meinung zu äußern und demonstrieren zu gehen, weil sie können ja nicht wählen. Also wie sollen sie denn sonst ihre Meinung irgendwie öffentlich kundtun? Deswegen finde ich das gut, dass sie das machen. Und ich hoffe, dass es einige Leute zum Nachdenken anregt. Danke, dass Sie gekommen sind und wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank, wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Interview. Dankeschön.